Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Demo von Detroit Become Human. Es ist ein Spiel wie... jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ihr wisst schon, wo man sich entscheiden muss. Und die Entscheidung hegt sich über das ganze Spiel dann später. Und ich spiele jetzt diese Demo, weil ich auch das fertige Spiel spiele. Ende Mai kommt das raus. Also wenn ihr es haben wollt, dann unterstützt die Spielemacher. Wir spielen jetzt hier die Geisel-Demo. Ihr seht schon Bilder rechts. Und ich wünsche euch natürlich wieder viel Spaß. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann bitte einen Daumen da lassen. Oder guckt euch in der Videobeschreibung um. Da gibt es auch noch eine Playlist zu den anderen Spielen. Aber nicht lange snacken. Ich drücke jetzt mal auf X und die Demo startet. Viel Spaß. Schwierigkeitsgrad. Erfahren mache ich mal. Warnung ändern. Yep. Und los geht's. Bewege dich mit dem linken Stick. Also, das ist jetzt hier ein Level, wo wir uns umsehen. Also, hier ist eine Geisel und wir müssen uns umsehen und Beweise suchen. Und so dann herausfinden, was hier eigentlich so passiert ist. Zum Beispiel hier. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen. Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Also bestimmt heißt es Detroit, weil die Androiden entweder Detroit heißen oder in der Stadt Detroit ist. So. Ein Fisch liegen lassen oder retten. Wir retten den mal. Ist ja klar, ne? Also ich versuche immer das Gute zu wählen. Wenn ich es nicht mal schaffe, dann tut es mir leid. Aber eigentlich müssten wir das schaffen. Auch im Originalspiel müssen wir dann... Also versuche ich, das Gute zu entscheiden. So, hier können wir uns jetzt nochmal umsehen. Ob hier irgendwas Verdächtiges ist. Ja, hier ist ein Loch. Das sind Einschusslöcher. Also hier wurde geschossen. Gut, gehen wir mal weiter. Ist hier irgendwas? Nein. Finde Captain Allen. Halte R2 gedrückt, um deine Ziele zu sehen. Da ist Captain Allen. Wir können uns jetzt hier auch mal so umsehen. Aber wir gucken mal vorher hier rein. Weil wir müssen ja Beweise suchen. Sprich zuerst mit Captain Allen. Okay, dann spreche ich erstmal mit Captain Allen. Was ist das da? Okay, Captain Allen. Sprechen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Oh, die Stimme von Andrew Garfield. Er hat alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Also wir müssen auch uns entscheiden, wie wir antworten. Also muss man sich erstmal durchlesen.
Ja. Jede Sekunde zählt. Na, scheiße. Gucken wir erstmal, was hier los ist. Eine Waffe. Ist klar, dass hier eine Waffe fehlt. Und Munition. So, jetzt können wir das rekonstruieren. Wir können uns hier auch so rum. Und mit L2 und R2 können wir vorspulen. Also er hat den Koffer genommen. Er wusste, wo er war. Also er hat ihn genommen. Aus dem Schrank. Er wusste bestimmt den Code. Und hat dann die Knarre genommen. Okay. So. 51%. Damit es klappt. Aber damit wir verstehen, was passiert ist, gehen wir nochmal hier hin. Und nehmen wir das Glas-Tablet. Wische zum Interagieren das Touchpad. Oh, das ist geil. Da wird mal wieder das Touchpad benutzt. Ah, das ist der Android Daniel. Heißt er. Und das Mädchen, das, glaube ich, die Geisel ist, heißt Emma P. So, haben wir hier noch was? Hier vielleicht. Ach, da. Musik. Also, es hörte keine Schüsse. Ja, wer auch die Kopfhörer mal voll aufdreht, ich kann das wirklich nicht ab. Aber selber schuld. So, hier, der Bildschirm hier ist kaputt. Ah, da liegt eine Leiche. Gehen wir mal dahin. DPD-Opfer. Ah, Detroit ist es dann. Oh, ein Einschussloch. In die rechte Herzkammer. So, so heißt er, 1,77 groß, 77 Kilo, geschätzter Todeszeitpunkt 20:03 Uhr. Was haben wir hier? Ballistik, nochmal, ich muss noch kurz sehen. Nur ein Schuss wurde abgefeuert, so, Rekonstruktion. Wir spulen wieder. Also erstmal. So. Er kam reingelaufen, ohne Waffe. Da ist der Angreifer. Er lief. Und lief. Bemerkt er den Polizisten. Er weicht aus. Hat aber nicht geschossen. Ah doch, da ist der Blut. Seht ihr das recht da? Hinter dem Dreieck. So, dann mal analysieren. Polizist verletzt den Abweichler. Weichler? Was für ein Deutsch. So, wir spulen weiter zurück. Da, der rote Strich ist der Schuss. Okay, weiter. Der erste Schuss vom Abweicher ging daneben, aber die Geisel sah die Schießerei. Also hat sie doch Schüsse gehört. Stehe ich nicht so. Butz. Also ein Kopfschuss hat gefehlt. Und die Waffe liegt da unterm Tisch. Okay. Kann ich die Waffe nehmen? Oh ja, ich kann die Waffe nehmen. Okay, ein Android hat, glaube ich, keine Fingerabdrücke. Amerikanische... Oh, wir dürfen gar nicht Waffe nehmen. Okay, dann
legen wir die am besten wieder zurück oder schmeißen die wieder zurück. Okay, wollen wir jetzt mal nach draußen gehen? Wir gehen jetzt. Ach du Scheiße. Mal gucken, ob wir es schaffen. Oh. Kein Schritt näher oder ich springe. Nein, nein, bitte, bitte nicht. Also der ist kaputt, sag ich mal. Oh Gott. Hi Daniel. Wo? Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ach du Scheiße. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber nach dem Verletzten. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Alter, was ist mit dir? Okay, okay, okay. Ich lass ihn. Ist ja gut. Hör zu. Voll die Schusswunde im Arm. Ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ist alles okay, Emma? Bitte hilf mir! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Niemand wird hier sterben! Du musst ruhig bleiben! Es kommt alles. Bleib ruhig, Fräulein! Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Okay, weg, 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 weg! Haut ab. Da, du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. 88%. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. 94%. Ich will nicht sterben. Scheiße. Du hast Menschen getötet. Nichts kann deine Zerstörung mehr verhindern. Auch ein weiterer Mord wird dir nichts finden. Was? So eine Scheiße! Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Nein! Nein! Was ist das für eine Scheiße? Erfolgreich? Ist nicht erfolgreich, wenn ich selbst sterbe. Das habt ihr doch nicht verstanden, ne?
Aber wenigstens ist das Mädchen gerettet. Linecast. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenen Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Ach du Scheiße. Hier seht ihr mal diese, wie bei Until Dawn, diese Schmetterlingseffekt. Also die Entscheidung habe ich alles gemacht. Na schön. Hier. So viele, ich zeige es nochmal in groß. Alles, was rot war, hätte ich anders machen können. Aber, das heißt, es gibt für diese Mission 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enden. Das ist doch schon mal was, oder nicht? Ich bin der Android von CyberLife. Sieh, was du getan hast! Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf. Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das ist unsere Geschichte. Am 25. Mai auf PlayStation. Nur auf PlayStation. For the players. Genau. In Detroit verändert deine Entscheidung den Verlauf der Geschichte. Das meinte ich ja. Szenen können je nach Spielweise sehr unterschiedlich sein. Und jede Szene kann Langzeitauswirkungen haben. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung am Anfang mache, kann es später am Ende des Spiels den Tod heißen. Willst du diese Szene noch einmal spielen und andere Ausgänge erleben? Nein. Die 18 Minuten, die reichen. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr holt euch das Spiel. Hier auf Discord kommt das Spiel, weil ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ja, und wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da ist unsere Playlist, was wir schon so gespielt haben. Oder Unboxings gibt es da auch von der Loot Chest oder auch anderen Dingen. Und wenn nicht, dann sehen wir uns eben Ende Mai wieder, am 25. oder einen Tag später. Wer weiß, wann ich das Spiel kriege. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr entscheidet euch anders. Bis dann, euer Jay oder Yannick für Syscon. Wie ihr wollt.